Hi ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Rival Horse Racing. Ich werde jetzt nochmal kurz dieses erledigen, dass ich das Rennen gewinne. Ich hoffe, es funktioniert wieder so gut wie beim letzten Mal. Ich möchte aber noch nicht gerne irgendwie... Nein, so sicher bin ich mir noch nicht. Wir versuchen wieder einen guten Start hinzulegen. Waiting for the start at Three Oaks. High hopes for the favorite Confused Clock. Wir sind wieder der Favorit. Ich verstehe. Wow. Hier die Helle. Oh, es sind schon echt richtig schöne Pferde dabei. Racing and the favorite gets a magnificent start. Keith Zenith is also in the firing line. Confused Clock in first spot. Delicate Haystack traveling on the outside. Keith Zenith in third place. Trying to fend off Raven Relish, closely followed by Sublime Official. Das ist wirklich die Taktik, wir müssen versuchen, gleich zu beginnen. Dawn Decrease driving forward. Neck and neck with Raven Relish. Ja, es gibt auch Sinn, ja. Confused Clock, still pilot of the field. Splash Sailor pushing past horses, putting up a challenge to Raven Relish. 250 to run, it's Confused Clock. Splash Sailor in second place. One length behind, it's Raven Relish from Jagged Ja, Bunk. Jetzt Confused Clock in first spot. Raven Relish in second position. It's going to be a dash for home. Sublime Official ja, has dropped perfekt. From the sky. Confused Clock breaks their hearts. Splash Sailor in second. Raven Relish gets the third place. Sehr schön. Das gefällt mir. Hey, du kannst Belohnungen für diese erreichten Ziele abholen. Ja, das holen wir doch. Gewinne 2000 in Rennen. Oh ja, das ist genau das Richtige. Erziele in Three Oaks Rennen 2 den ersten Platz. Was ist das Rennen 2? Ach, das ist hier. Deswegen haben wir das nicht bekommen. Wir werden wieder mit Confused Clock. Ach, so schön ich auch unsere neue Stute finde. Aber ganz von hinten ist dann doch nicht mein Feld. Und es ist generell wahrscheinlich dann besser, man läuft von Haus aus mehr, oder man startet eher von innen. Excitement building here at Three Oaks. Confused Clock, favorite for the win. Bookies hoping for an upset. Ach, der Schwarze wieder. Aber eigentlich sind alle hübsch, ich finde hier gar nichts. Gates are open and they're off. A great start for the favorite, Confused Clock. Money wow. Metaphor also up the front. Confused Clock maintaining the lead. Money Metaphor wants the front. Three lengths away, it's Tartan and Diagram. Fighting for position with Magician's Midnight. Confused Clock in the lead. Money Metaphor in second spot. Three lengths behind, it's Magician's Midnight. Battling with Sarcasm Gift. Confused Clock keeping the lead spot. Money Metaphor in second. Magician's Midnight next. A length behind, it's Sarcasm Gift. At the 250 marker, it's Confused Clock. Money Metaphor in second. 3 lengths behind, it's Magician's Midnight. Coming up towards the line, it's Confused Clock. Magician's Midnight in second spot. They straighten up for home, and it's Money Metaphor. Confused Clock, looking good, riding well. They will call for the camera. Shit! Money Metaphor steals the show. Just scoring from Confused Clock. Third at the line, Sarcasm Gift. Photo finish. Wahnsinn. Hui. Levelaufstieg.
Können wir das hier im Training wieder... Schauen wir mal. Wow. Beschleunigung. Wir bräuchten unbedingt auf jeden Fall noch Beschleunigung. Oh ja. Richtig gut. Es tut mir im Herzen weh, unser erstes Fohlen, unsere erste gezüchtete Stute. Richtig hübsch, aber leider. Mehr Boxen. Verbessere eine Fohlbox auf Stufe 3. Machen wir. Und eine neue Pferdebox kaufen. Wow. Okay. Das ist noch zu teuer. Es gibt keine Trainingsstartboxen. Waren die alten rostig? Wir brauchen sie, um unsere neuen Pferde zu trainieren. Okay. Ich guck mal kurz auf den Markt. Okay. Ach, da kommen dann immer wieder neue hinzu. Ich werde mir mal kurz meine Einkünfte abholen. Können wir hier schon verbessern? Können wir. Sehr gut. Dann wird das auch mehr. Nee, das wird mir zu teuer. Mehr Boxen. Wir versuchen hier das mal. Okay, sehr schön. Können wir... Obwohl, wie gesagt, Beschleunigung ist mir fast noch wichtiger. Okay, dann können wir Geschwindigkeit doch auch noch verbessern. Perfekt. Perfekt. Mhm. Aber ich möchte jetzt gerne noch den ersten Platz schaffen. Das machen wir heute noch. Ich will es jetzt nicht versprechen. Sonst kann ich es vielleicht nicht halten. Aber wir werden wieder mit Confused Clock. Ja, eigentlich passt der Name perfekt zu mir. Ich bin ja auch wirklich eher ein verwirrter Mensch. Schusselig. Naja. Aber es geht wahrscheinlich mehr dazu. They're ready to go at Three Oaks. Confused Clock looking to make bookies unhappy. Ach ja. They're on. Confused Clock off to a magnificent start. Bookies are nervous. Forever Barnacle right up there with the leader. Confused Clock still in first position. Truffle Veep in second place. A length away, it's Galleon Lentil. Trying not to be outstripped by Forever Barnacle. The race continues with Confused Clock. Galleon Lentil stretching now, just behind it's Truffle Veep. A length behind, it's Flattery Firefly. Confused Clock, once again in the front spot. Galleon Lentil in second position. Next, it's Truffle Veep. Toe-to-toe with Cursed Certainty. Confused Clock is the front runner. Galleon Lentil wants the front from Dagger's Cascade. A length away, it's Flattery Firefly. Forever Barnacle continues to remain at the tail of the field.
Confused clock controlling the race. Galliard Lendl, watch the front. Next it's Daggers Haskay. 1 meter away, it's Flattery Firefly. 300 a run, it's Confused clock. Galliard Lendl in second place, followed by Daggers Haskay. Confused clock striking the front. Galliard Lendl in second position, up against Daggers Haskay. Winning post looms. Zwei Sekunden, Leute. Was ist hier los? Wow. Ja, ich denke daran, ja. Ist das cool? Was für ein außergewöhnliches Ergebnis. Fühlt sich toll an, im wahrsten Sinne des Wortes wieder im Rennen zu sein. Ja, vor allem jetzt langsam habe ich es raus. Ich habe es wirklich falsch angegangen. Okay, das haben wir auch alles erledigt. Diese neuen Trainingsstartboxen erinnern mich an den Moment, in dem ich vom Rennfieber gepackt wurde. Der Dank gebührt meiner Tante. Vor Jahren war sie in dieser Branche tätig. Sie gibt mir tolle Ratschläge. Ja, wir haben immer noch nicht so viel Geld. Das Lagerhaus. Und wer merkt uns? Okay. Lagerhaus. Ich würde ja eigentlich schon gerne... sollen wir nochmal züchten? Wie können wir eigentlich... unser Pferd verkaufen? Wenn wir jetzt sagen... Okay, Torpedo Theory... Oh, hat auch nicht so den großen Verkaufswert. Mann, es tut mir echt leid, weil du bist echt eine Hübsche. Aber... Mann, der Blick. Ich glaube, so ging es mir. Hätte ich so einen Hof und es würde mich dann so angucken. Aber die Position hinten ist halt wirklich... Du bekommst gut, bestimmt ganz in gute Hände. Und derjenige läuft dann gerne von hinten weg. Mach's gut, Torpedo Theory. Oh. Oh Mann. Verschreitet es von dannen. Und wir haben wieder nur eins. Wir können ja jetzt theoretisch... Nee, verkaufen will ich dich nicht. Ich würde eigentlich Pflegestall, Fohlenboxen, Pferd züchten. Den hatten wir. Es kommen jetzt gleich Neuzugänge und dann gucken wir mal. Ja, du warst echt ein Hübscher. Okay. Bowl the Bottle. Auch wieder einer von hinten. Hinten, Mitte. Beschleunigung 41. Auch ein sehr hübsches Pferd. Aber ich hätte tatsächlich gerne eine Position von vorne. Auch hier wahnsinnig hübsch, aber wieder von hinten.
mit dem Geläuf kenne ich mich jetzt auch nicht so aus, was hier mittelfest, weich. Sollen wir es mit dem hier versuchen? Near Excellence. Wir werden das einfach mal versuchen, ja? Können es gratis überspringen. Dann machen wir das natürlich. Und... Oh! Ein Hengst! Überspringen zu Hengst oder Fohlen versorgen. Was ist bei Fohlen versorgen? Ach, hier bekommen wir... Okay. Opportunity Explosion. Hey, das ist ja... Oder? Aber irgendwas mit Silver wäre hier cool. Shock Sun. Twilight's Tactic. Spring Soldiers. Boiling Crash. Cheeky Function. Gut, wir können wahrscheinlich auch selber, aber... Ich bin hier auch nicht so bewandert, was Pferdenamen betrifft. Monkey Ramp. Nee. Falcon Bridge. Button Firefly. Aber dieser... Können wir hier Silver Firefly? Oh ja, oder... Silver Firefly. Wow. Hui. Was können wir hier machen? Füttern? Okay. Das sind nicht genug Objekte. Wir können also unser Pferd nicht füttern. Können... im Rennen gewinnen. Einfaches Getreide. Ja, wir kaufen das jetzt mal. Ist doch egal. Unser Pferdi muss essen. So ein schöner Hengst. Oh, damit können wir die Folge getrost beenden. Wow. Wirklich hübsch. Wenn wir hier einen Betreuer einstellen... Okay. Qualifiziert und Experte. Für Experte haben wir jetzt nicht genügend Geld. Oh Mann. Können wir ganz kurz... Bevor wir die Folge beenden... Zum Gehöft vielleicht? Oh ja, das reicht, oder? So. Rein in den Stall. Und einen Betreuer einstellen. Ja, das machen wir. Selbst in meinem Ruhestand werde ich deinen Fohlen dieselbe professionelle Versorgung zukommen lassen wie früher den besten Gestüten der Welt. Besuche mich, wenn du willst, aber mach dir niemals Sorgen. Okay. Oh, sehr schön. Mann, ist der hübsch. Wow. Ja. Also den möchte ich, kann ich, weiß nicht, ob ich mich davon jemals dann trennen werden können. Können tun. Wie auch immer. Ja, ein schönes Ende. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, dann lasst mir doch gerne ein Like da und abonniert meinen Kanal. Ansonsten wünsche ich euch noch einen traumhaften Tag. Momentan haben wir auch wirklich schönes Wetter. Ich hoffe, bei euch auch. Ja. Und dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Tschüss.